Hier geht's nahtlos weiter. Mit unserem nächsten Match. Und auch das, ihr kennt das Spiel, ist natürlich angelegt auf einen One-Fall! From Mexico City, Mexico, mit einem Kampfgewicht von 93 Kilo. Hier ist El Vengador Rojo. Und hier kommt sein Gegner. Zum Ring sind 120 Kilo Kampfgewicht. Direkt aus Berlin. Big Nick. Hier steht uns definitiv ein Styles-Clash bevor, würde ich mal sagen. Nicht der Wrestling-Move, sondern der Unterschied im Kampfstil. El Vengador Rojo. Ich habe bei El Vengador Rojo, ich bin übrigens gerade ganz glücklich, dass ich gerade Spanisch lerne. Da kann ich das R so schön rollen. Los geht's, eure Freunde! El Vengador Rojo, Sie haben es gesagt, straight out of Mexico. Mexico. Der rote Rächer. Möchte hier bei der ersten Nova Show direkt zeigen, was er kann. Und das möchte natürlich auch Big Nick. Der schon seit geraumer Zeit auch in der GWF Training School trainiert. Also der El Vengador Rojo kommt gerade zu allem, aber nicht dazu zu zeigen, was er kann. Der wird quasi wie so ein kleines Baby mehr oder weniger durch die Gegend getragen von Big Nick. Oder auch umgehauen von Big Nick. Auf jeden Fall alles von Big Nick. Diese 120 Kilogramm, 2 Meter Körpergröße, die kriegt man halt auch nicht so ohne weiteres von der Matte. Ich frage mich, wer größer ist, Big Nick oder ich? Ich würde fast wetten, der ist sogar noch ein bisschen größer. Ich bin 2,5 Meter. Ich würde wetten, dass Big Nick 2,6 Meter oder 7 oder sowas ist. Gut möglich. War jetzt tatsächlich auch nur geschätzt. Von da oben weiß auf jeden Fall jetzt gerade El Vengador Rojo, wie es sich anfühlt, von 2 Meter und weiß ich nicht, 5, 6, 7 runterzufallen auf die Mitte des Rings. 1, 2 und, na, ich hätte fast wetten können, es wären 3. Ah, das Match läuft noch keine Minute und der rote Rächer beruft sich schon auf die Unterstützung des Publikums, kommt wieder auf die Füße, aber Big Nick, Shades of Undertaker, will hier Chokeslammen oder ähnliches, aber der Versuch endet in der Ringecke. Der Ringrichter zählt an und El Vengador Rojo kriegt das auf jeden Fall nochmal gelöst. Die Frage ist nur, wohin führt ihn das Ganze jetzt? Die Frage ist nur, wird ihm das auf Dauer schmecken, dass er hier in Chokeslam abwenden konnte? Denn jetzt soll es von den Seilen gehen und das wird schmerzhaft! Das geht auf den Steiß. Oh je. So, jetzt liegt er da, der arme Tor, und ist so rot als wie zuvor. Und Big Nick könnte hier auch einfach mal das Spiel beenden. Aber ich glaube, das genießt er. Und El Vengador Rojo braucht mal wieder das Publikum. Zum zweiten Mal schon.
Und es geht nach oben und Air Nick hebt ab, aber... Nein, doch nicht down. Der Rächer geht auf die Beine von Big Nick. Das ist natürlich ein smarter Move. Ja. Wenn du den von den Füßen kriegst, dann nur, indem du ihm wortwörtlich die Beine wegkickst. Big Nick fängt ihn einfach. Und das wird jetzt schön. Was macht er jetzt? Natürlich wieder hoch und runter. Zack. Air Nick ist gelandet. Großer Slam und das ist die... Nein. Oh, Big Nick genießt es förmlich. Er hebt den Kopf seines Gegners nochmal hoch, um eben den Three-Count zu verhindern und sagt sich, nö, so schnell jetzt nicht, nö. Ich will noch ein bisschen was machen. Ich will ein bisschen Spaß haben hier für mein Sie Geld. Sie dürfen nicht vergessen, hier bei Project Nova Wrestling geht es um den Catch-Nachwuchs. Ja. Das sind Leute, die jetzt nicht irgendwie jeden Tag oder jede Woche im Ring stehen und so schöne Aktionen wie diesen Chokeslam zeigen können. Ja. Da nutzt man natürlich jede Gelegenheit. Und das ist es. Berlin, hier ist der Gewinner dieses Kampfes. Hier ist Big Nick. Der Nick möchte sich gerne feiern lassen. Den Fuß auf der Brust des roten Rächers, aber das Publikum spielt da nicht so ganz mit, ob es Nick interessiert. Es ist zu bezweifeln.